Ein herzliches Hallo. Ich möchte euch heute eine Flip-Top-Box vorstellen. Die Flip-Top-Box, da öffnet man den Deckel, um ein Türchen aufzumachen. Und hier kann man Leckereien oder kleine Geschenke verstecken. Ich finde diese Box echt ganz, ganz toll und sie ist echt einfach zu machen. Heute möchte ich euch diese Box zeigen, wie sie gebastelt wird. Für die Flip-Top-Box brauchen wir einen Farbkarton in dem Maß von 29,5 x 20,5, den wir wie folgt zuschneiden. Wir starten mit der kurzen Seite, die wir oben anlegen, und falzen den Farbkarton bei 3,5. Bei 7. Und jetzt sollten wir eigentlich bei 17 falzen, da die 17 aber nicht ganz deutlich in unserem Falz- und Schneidbrett zu erkennen ist, drehe ich mein Papier. Also wir haben es vorher so drin liegen gehabt. Dann drehe ich es und falze auch hier wieder bei 3,5 cm. Dann legen wir unseren Farbkarton mit der langen Seite oben an. Und falzen bei 7. Bei 14. Bei 17,5. Die sind wieder ganz klar zu erkennen auf unserem Schneidbrett. Bei 24,5. Und bei 28. Um die Querfalzen hier reinzubekommen, dazu nehme ich ganz einfach ein Lineal und mein Falzbein. Ich hoffe, dass man das erkennen kann. Wir werden es aber gleich ganz gut erkennen, wenn wir es zugeschnitten haben. Wenn wir den Farbkarton zugeschnitten und gefalzt haben, wird er so aussehen. Ich habe jetzt das klassische Etikett verwendet, um hier eine Ausspatung wegzustanzen. Damit ich hier die Klebelasche etwas verjünge. Denn später werden wir hier ja mit einem Frame-Lid einen Ausschnitt ausstanzen, damit diese Klebelasche dort nicht übersteht. Dafür habe ich das Stückchen weggestanzt. Nun starte ich damit, dass ich das Designpapier aufklebe. Ich habe dafür das Designpapier Gänseblümchen ausgesucht. Da gibt es wirklich wunderschöne Motive. Ich werde auch später mit dem Stempelset Gänseblümchengruß arbeiten und auch hier die dazugehörende Stanze Gänseblümchen verwenden. Das Ganze findet ihr auf der Seite 127 im Hauptkatalog und ist ein wirklich hübsches Set, was sich immer wieder verwenden lässt. Das Designpapier kleben wir jetzt auf und das mache ich im Zeitraffer. Werde ich hier mit dem Frame-Lid, ich habe dafür ein ovales Frame-Lid ausgewählt, werde ich schnell noch dieses Frame-Lid ausstanzen. So sieht es nun aus. Ich habe das Oval hier ausgestanzt, habe es mit Absicht, es ist ja jetzt das innere Teil von der Box, extra von der Seite ausgestanzt, damit man diesen weniger hübschen Rand nicht sieht. Wenn ihr es doch mal falsch rum gemacht habt, ist das kein Problem. Ich werde zum Beispiel jetzt in diesem Fall auch einen Rahmen da drauf setzen, den ich mir vorher mit zwei Framelits in der passenden Größe
ausgestanzt habe. Den möchte ich gerne genauso hier drauf haben. Den klebe ich wieder mit meinem Tombow. Und werde jetzt auf der Rückseite, also von innen, die Folie aufkleben. Werde nun von der Rückseite die Folie, die ich mit Sticky Tape schon beklebt habe, aufkleben. Und nun kann die Box, nachdem wir geguckt haben, ob da eventuell die Klebelasche das Fenster hineinragt, tut sie nicht. Dann tragen wir hier jetzt auch unser doppelseitiges Klebeband auf und können die Schachtel verschließen. Verschließen wir noch den Boden. Beim Deckel verklebe ich nur dieses Dreieck. Und das mache ich auch, indem ich die Schachtel verschließe. Das heißt, ich setze mir hier jetzt den Deckel so auf und gebe Klebstoff nur auf dieses Dreieck. Indem dass ich den Deckel jetzt schön anpresse und die Lasche schön sorgfältig nach hinten schiebe, hoffe ich, den Deckel auch groß sorgfältig zu verschließen. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Das braucht einen Augenblick, bis es angezogen hat. Ich öffne sie dann und drücke dann diese Dreiecke noch einmal schön mit dem Falzbein an. So ist meine Schachtel eigentlich schon fertig. Wunderbar, durch das ich ja jetzt den oberen Deckel über dieses Türchen schiebe, ist die Schachtel gut verpackt und fest verschlossen. Zur Deko habe ich vorhin erwähnt, dass ich das Stempelset Gänseblümchengruß verwenden möchte, mit der passenden Stanze dazu. Stempel auf einem passenden Farbkarton, in diesem Fall der Farbkarton Blauregen, wird von mir auch mit der Farbe Blauregen gestempelt. Ich stempel zweimal das Gänseblümchen auf einem Farbkarton in Blauregen. Und einmal stempel ich dann das Gänseblümchen auf Weiß. Und habe mir auf der anderen Seite den Spruch: Danke für alles, was du tust, auf den Block gelegt. Und stempel auch das einmal auf Weiß. Mit der Stanze stanze ich als allererstes die Gänseblümchen aus. Für den Spruch habe ich das elegante Etikett ausgewählt und stanze damit meinen Spruch aus. Für den Spruch Danke habe ich die Stanze zu Etikett ausgewählt und das stanze ich den Spruch möglichst mittig und schneide mit der Schere diese Welle weg, einfach gerade weg, möglichst gerade natürlich. Das mache ich auf beiden Seiten. Und dann sieht mein Etikett so aus.
Ich möchte es aber noch akzentuieren und deswegen ziehe ich es gerade mal einfach so ein bisschen über mein Stempelkissen. Ich mache das auch in der Kurve. Gerade so, dass man es ein bisschen erkennen kann. Meine Gänseblümchen klebe ich im Wechsel zusammen. Bekomme ich ein wirklich dichtes Gänseblümchen, wie ihr hier sehen könnt. In der Zwischenzeit kann ich mit meiner weiteren Dekoration weiter fortfahren. Und zwar bin ich dann noch hingegangen, habe mir aus einem Bogen Designpapier hier aus diesem einmal so ein Blumenornament einfach auch ausgestanzt mit einem Wellenframe-Lid in der passenden Größe und habe mir meinen lilanen Ausschnitt von der Rückseite als Untergrund genommen. Das werde ich jetzt noch hier aufkleben. Andrücken. So ist das jetzt auch eine richtig hübsche Fläche, wenn ich die Seite hier öffne. Werde jetzt meine Box schließen, denn ich möchte gerne das Dankeschildchen aufkleben. Da setze ich Dimensionals hinter. Klebe mein Danke hier auf. Öffne und kann es dann festkleben. Schließe meine Box wieder. Setze mein Gänseblümchen, werde ich, bevor ich es aufsetze, mit dem Falzbein ein wenig traktieren. Immer schön an den Blütenblättern entlang falzen, dass die sich so ein wenig aufrichten. Klebe ich jetzt auch auf. Zum Schluss kommt dann noch eines von den passenden Klebepünktchen drauf. Und nun kommt noch mein ganz kleines Etikett. Und da werde ich nur noch einen. Ach, der Punkt hat noch nicht mal den Platz. Und den klebe ich hier ganz einfach auf. Werde da auch ein Glue-Dot für verwenden. Und setze den auf ein Blütenblatt. Das ist meine Flip-Top-Box, die wirklich jetzt fertig ist, die mir total gut gelungen ist. Ich finde sie total schön. Hier oben würde ich sogar noch sehr gerne Klebepünktchen aufsetzen. Ich habe mehrere Flip-Top-Boxen hergestellt. Hier noch einmal mit einem maskulinen Designpapier. Ich hoffe, es gefällt euch diese Arbeitsanleitung. Habt Spaß, sie nachzuarbeiten. Ich wünsche euch viel Erfolg und sende ganz liebe Grüße.